Hallo und ganz herzlich willkommen beim Naturheilbund Österreich. Ich bin Patricia Fromme, die Vorständin dieses ganzheitlichen Netzwerks, und ich lade Sie ein in unser Team und in meine Vision. Bitte, kommen Sie mit. Vernetzen, Freunde finden. Unterstützung, Rat und Hilfe. Menschen jeder Altersgruppe. Was macht der Naturheilbund für die Kinder? Gut. Alles gut. Sehr gute Sachen. Ich weiß, dass der Naturheilbund für die Tiere gut ist. Ich weiß, dass sich der Naturbund Heim sich gut um die Tiere kümmert. Zusammenarbeit, Netzwerk. Ich bin beeindruckt von deinem Gemüsehut. Sehr, sehr lässig. Ja, das verrat man nicht. Nein, das sind schon ein paar Geheimnisse. Menschen zusammenbringen, die wirklich dann zusammenpassen. Wir wollen das eben mit voller Kraft und voller Widmung der Sache gegenüber, wollen wir das einfach selbst in die Hand nehmen. Jetzt auch um geistige Entwicklung, weil das sehen wir als wichtige Voraussetzung, dass überhaupt Ganzheit und Ganzheitlichkeit gedeihen und entstehen kann, indem der Mensch eben auch bewusstseinsmäßig wächst und sich ausentfaltet. Und dann eben auch so sukzessive an alles, was die Lebensbereiche anbetrifft, die man verbessern kann. Ja. Super. Vielen Dank, Patricia. Gerne. Unsterblich praktisch, unschlagbar. Hallo liebe Jury und liebes Publikum. Jetzt sitze ich ganz still und leise für mich alleine am Wörthersee und denke über meine Vision nach. Der Naturheilbund Österreich, einen kleinen Einblick haben Sie jetzt gerade gesehen, ist die Bundesgeschäftsstelle für den Deutschen Naturheilbund für Österreich. Und das ist eine große Ehre, dass wir diese Aufgabe übernehmen dürfen, dieses großartige Netzwerk in Österreich zu verbreiten. Meine Vision ist, ein Haus am See zu haben, in dem sich alle Menschen treffen können. Wir sollen in diesem Haus eine Begegnungsstätte haben, wo wir uns um folgende Anliegen kümmern: den wunderbaren Erhalt der Kärntner Natur, der Umwelt, des nitratärmsten Wassers Europas, unserer wunderbaren Luft, dem Gleichgewicht in unserer Natur, und wir möchten Brücken bauen zwischen den Generationen, zwischen der Schulmedizin und der Naturheilkunde. Wir laden alle ein, in unser Haus zu kommen und dieses für alle öffnen, die sich für diese Themen interessieren. Und ich habe für 2020 die Vision, dass wir mit Kindern gemeinsam den Naturheilbund weiterentwickeln. Ich möchte, dass die Kinder ein Brainstorming machen und sagen, das finde ich cool, was ein Naturheilbund ist. Wir haben ja schon ein bisschen was bewegt jetzt in Kärnten, aber was noch vor uns liegt, ist viel mehr.
wir sind ja jetzt immer dort unterwegs, wo die Menschen sind. Und dort findet der Verein auch statt, im Moment. Aber meine Vision ist, das Netzwerk eben international auszubauen. Und dazu brauche ich jetzt bitte Ihre Stimme, damit wir unser Haus am See für den Nutzen von unserem ganzen österreichischen Naturheilbund einsetzen können. Vielen Dank für Ihre Stimme. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.